Unser nächstes Projekt, das ist in Indien. Und dieses Projekt hat einen besonders schönen Namen, nämlich Butterflies, Schmetterlinge. Und der Mann, der hier neben mir sitzt, an unserem Spendentelefon, dankenswerterweise heute Abend, der kennt dieses Projekt. Es ist unser Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller. Schönen guten Abend. Gut, dass Sie da sind heute. Ja, jetzt sind wir neugierig. Wieso kennen Sie das Projekt? Und ich glaube, Sie kennen es ganz gut, ne? Ja, ich habe die Kinder zweimal besucht in Old Delhi. Man muss sich vorstellen, in Indien leben ca. 20 Millionen Kinder ohne Eltern auf der Straße. Und dieses Projekt Butterfly ist ein ganz besonderes. Miserior und Brot für die Welt, die großartige Arbeit leisten dort. Die Kinder leben praktisch vom Müll. Sie müssen jeden Tag mindestens 50 Cent verdienen, um überhaupt zu überleben. Sie haben keine Eltern, keinen Rückzug und dieses Projekt gibt ihnen Halt, aber auch Schule und Zukunft. Und ich sage Ihnen, die Kinderaugen funkeln. Die jungen, kleinen indischen Mädchen, eines, die Sumba ist hier, die ich selber kenne, also es sind großartige Kinder, die auf ihre Hilfe warten, auf unsere Unterstützung und dann auch eine Zukunft haben. So süß. Sebastian. Darf das mal zeigen, ne? Ja, ja. So einen schönen Brief geschrieben. Ja, ganz die toll, Kinder, ganz die toll. Kinder haben mir einen Brief geschrieben und ich kann Ihnen sagen, sie sind sowas von dankbar und sie bauen alle auf Deutschland, auf uns, auf sie, auf unsere Großzügigkeit. Und das finde ich klasse. Und deswegen ganz toll. Sind wir heute Abend alle hier versammelt und wir nehmen Sie jetzt einfach mit. Die Worte haben wir gehört. Jetzt sehen wir noch Bilder aus Delhi von dem Projekt Butterflies. Subhana ist Kindergesundheitshelferin bei der Organisation Butterflies. Sie war ein Straßenkind in den armen Vierteln der indischen Millionenmetropole Delhi. Viele der Kinder müssen arbeiten. Als Straßenverkäufer oder Müllsammler. Sie arbeiten, weil sie allein sind oder ihre Familien unterstützen müssen. Die 11-jährige Subhana liebt es zu helfen. Mal ist es eine kleine Wunde, die versorgt werden muss. Ein neuer Verband. Ein Ratschlag. Oder Straßenkinder brauchen ihre Hilfe, um einen Arzt zu finden. In der Erste-Hilfe-Box haben wir Pflaster, Verbandszeug, Desinfektionsmittel, Schmerzmittel. Die meisten Kinder hier haben Gesundheitsprobleme wegen der schlechten Hygiene, dem Müll auf den Straßen, schmutzigem Wasser und schlechtem Essen. Bei Butterflies lernen die kleinen Gesundheitshelfer wie Subhana die Grundlagen. Richtige Hygiene, Wunddesinfektion und vor allem Prävention. Für die Straßenkinder wie Subhana hat Rita Panika Butterflies gegründet. Die Grundidee des Hilfswerks? Den Kindern dort zu helfen, wo sie leben. Auf der Straße. Die Straße ist kein Platz für Kinder. Sie werden Opfer von Kriminellen, kommen mit Drogen in Kontakt, werden ausgenutzt und missbraucht. Wir hören den Kindern sehr genau zu. Und nehmen ernst, was sie wirklich brauchen. Bei den Sozialarbeitern finden sie einen sicheren Raum, Hilfe bei allen Sorgen und natürlich auch regelmäßig etwas zu essen. Ich finde es sehr gut, dass Kinder Kindern helfen. Gerade wir Kinder müssen uns doch gegenseitig unterstützen. Die Kinder vertrauen Subhana. Und wenn sie wirklich einen Arzt brauchen, gibt es die Ambulanz von Butterflies. Hier bekommen sie unbürokratisch Hilfe. Rund 1500 Kinder kommen jeden Tag zu den Kontaktpunkten. Der Unterricht findet mitten auf der Straße statt. Für Kinder, die sonst nie eine Schule besuchen könnten. Hier lernen sie gemeinsam und können sogar Prüfungen ablegen. Inzwischen haben es viele der Straßenkinder wie Subhana auf eine staatliche Schule geschafft und haben sehr gute Noten. Das Allerwichtigste ist die Beteiligung der Kinder. Gemeinsam mit ihnen können wir ihre Lebenswelt sicher und gesund gestalten.
Bei Butterflies können die Kinder auch Sport machen und spielen. Einfach mal Kind sein. Es sind kleine Schritte, aber viele kleine Leben, die Butterflies schon verändert hat. Es macht mich glücklich, wenn ich helfen kann. Mein Traum ist es, Ärztin zu werden, wenn ich groß bin. Meine Damen und Herren, Sie sehen es. Subhana ist heute bei uns. Namaste. Grüß Gott. Super haben wir das gemacht. Ja, sie hat die weite Reise aus Delhi hierher nach München gemacht. Darüber freue ich mich ganz, ganz sehr. Aber alleine wäre ich jetzt ein bisschen hilflos, weil mein Hindi ist ein bisschen eingerostet in den letzten Jahren. Und deswegen habe ich mir Unterstützung geholt von Vinay. Vinay ist 11 Jahre alt und kommt aus Frankfurt, geht in die 6. Klasse. Und der kann mir jetzt helfen beim Übersetzen, okay? Ja. Wir sind Partner jetzt, oder? Gut, lass mich nicht hängen. Vinay, frag doch die Subhana noch mal, was ist denn für Sie so bei den Butterflies, bei diesen Schmetterlingen, bei diesem tollen Projekt das Wichtigste? Tumhe sabse zyada kya acha laga is Butterfly Project mein? Mujhe sabse zyada acha laga is Butterfly Project mein. कि जब मैं अपना आई कार्ड और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर बाहर जाती हूँ तो मुझे एक नई पहचान मिलती है, छोटा डॉक्टर. किसी को अगर फर्स्ट एड की जरूरत होती है तो मैं उसे फर्स्ट एड करती हूँ. या Vinay, es war eine Lücke, komm. Sie findet am schönsten die Anerkennung. Sie ist für die Straßenkinder eine Art kleiner Doktor und behandelt sie, auch wenn sie eine Verletzung haben. Super. Toll. Und wir Bچے jeden Monat 5 Rupien auch jammern, damit wir in der Zukunft mit den kommenden Krankheiten bleiben können. Ich bin sehr, 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 sehr stolz. Frauen reden halt lange und viel. Jetzt bist du wieder dran. Außerdem haben sie eine Art Sparsystem, in dem sie jeden Monat 5 Rupien sammeln, um sich dann versorgen zu können, falls sie krank sind. Toll, machen sie alles selber. Super schön. Und ja, das nennt man auch sich selber helfen, eine Hilfe zur Selbsthilfe. Was sind denn ihre Ziele? Später mal, frag sie das mal. Deine Goals, gerne. Deine Ziele. Was sie später mal werden möchte? Doktor werden, oder? Also, also sie will später mal Doktor werden. Sie will später mal Ärztin werden, ne? Okay, das ist wichtig für sie. Und das, was sie jetzt schon macht, ne, für die Kinder auf der Straße immer da zu sein, das soll später mal ihr Beruf sein. Und da gibt es die besten Möglichkeiten, die sie da hat, dass alle sie unterstützen. Und dass das auch, wir drücken die Daumen, dass das auch klappt. Und dass du eines Tages eine Ärztin bist. Ich weiß, du verstehst mich jetzt nicht, aber wir übersetzen ja das nachher noch mal, meine liebe Subhana. Vinay, du musst mir jetzt noch erzählen, warum du mir überhaupt helfen konntest. Wieso kannst du beides so gut, Deutsch und Hindi? Deutsch habe ich im Kindergarten gelernt und Indisch kann ich durch meine Familie. Mama und Papa? Ja. Kommen beide aus Indien? Genau. Beide aus Delhi? Mhm. Super, Leute muss man kennen. Ich sag's ihnen, habe ich Glück gehabt, oder? Aha. So, und wie das so ist, kurz vor Weihnachten habe ich natürlich für euch noch eine Überraschung. Und da gehen wir mal darüber zu den Weihnachtsmännern. Komm mal mit zu Subhana. So, das verstehst auch du ohne Worte. Ein Päckchen für zu Hause, für dich und deine Freunde. Ups, heavy. Und den legen wir hier oben drauf. Okay, danke, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank. Ist schwer, glaube ich.